Manchmal ist Blitz gut, manchmal ist Feuer gut. Und zur Belohnung dürfen wir jetzt hier dem Licht hinterherlaufen. Oh, da habe ich doch jetzt keine Zeit zu. Ja, tot. Ja. Ich muss jetzt aber nicht den Kampf nochmal machen, oder? Nein. Das wäre es ja noch gewesen. Gut, vielleicht hätte ich jetzt eben erstmal aufräumen sollen, dann mache ich den gleich weg. So viel Zeit muss sein. Hallo. Ich muss laufen. Ja, gut, nochmal von vorne. Dafür ist der Weg jetzt frei. Bling. 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 Und wieder nach oben. Und wieder nach links. Mal gucken, was uns hinführt. Vielleicht ja zu der Truhe. Nee, es scheint hier einfach nur ein neues Gebiet zu geben. Ich muss mal eben unten gucken. Kann ja eigentlich nicht sein, dass es jetzt das Gebiet dafür gab. Oder doch? Ah, die Truhe war aber schon viel... Nee. Hm, keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir halt hier oben weiter. She wondered if any of this was real. Ach so, ich dachte, ich hätte ihn schon fertig gekriegt. If she was just a mirage. Tja, das weiß ich auch nicht, ob sie echt ist, ob es nur ein Trugbild ist. So, hier kriegen wir vielleicht wieder was Neues. Weiß es nicht. Eieiei. Da kommt gleich noch einer angeflattert. Den Schatten sehe ich schon mal. Aber du kannst dich nicht verstecken. Wäre nur schön, wenn er da auch immer automatisch erkennen würde, dass ein Gegner kommt und umschalten könnte. Maybe, she said to the shimmering air. We are all just mirages. But the ghost in the desert didn't reply. Na, da oben kann man wieder eine Erinnerung freischalten. Everyone's so busy here. I just don't know how I'll fit in. Ich frage mich, ob das ihre Erinnerungen sind. Ja. Ah, Pony. Na, wie viel kommen denn noch von den Viechern? Kann ich mich vielleicht so hinstellen, dass ich alle sehe? Nein. Feuerzeug. Oh, Flodern. Gas. Schön, wenn man jetzt schon anfängt. Hä? Gas. Leertaste zu tippen. Jetzt hat's geklappt. Auch hier alles zerstört. Schien eine Siedlung gewesen zu sein. Das echt, wie sich das hier alles langsam auf oder ja, so langsam aufbaut aus dem Papier. Das ist echt schick gemacht. The heat was unforgiving. She wanted to lie down. To succumb to its eternal weight. Das ist jetzt wahrscheinlich keine gute Idee, jetzt sich hier hinzulegen. Feldlager, ja, das kann auch sein. But she had to reach the mountains. I have to reach the mountains. Wir müssen die Berge erreichen. Oh,
Hello? Is anyone there? Boah, so viele Möglichkeiten, hier wieder lang zu laufen. Oder auch nicht. Ach, sind das denn jetzt schon die Berge hier? Nee, nur so ein Fels. B will er gerade nicht. Achso, mal da raus. Jetzt bleibt. Wieso geht er denn immer wieder raus aus dem Ding? Jetzt. Zwei von vier Fragmenten. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder viele übersehen, aber irgendwie. Ja, dieses Fragmente sammeln, immer so dieses reine Sammelquest. Das motiviert immer nicht so. Da komme ich nicht durch. Na gut. Geh bald hier lang. Die Musik wird gerade sehr episch. Ja, wir sind auf einem Fuchs. Oh. Da kommt einer von unten einfach angeschlichen. Das geht ja gar nicht. Ach, hier ist nochmal ein Bosskampf. Okay, den müssen wir erstmal freiräumen. Der ist schon nicht so ohne hier. Also erstmal nur diesen Bosskampf überhaupt freizukriegen. Oder hat der schon ausgelöst? Jetzt geht's auf. Jetzt auf jeden Fall. Feuer, glaube ich, erstmal noch eine ganz gute Wahl. Aber warum? Können die nicht einfach da bleiben, wo sie herkommen? Denn alle her? As if the desert itself hungered for her doom. Eis? Hallo? Und der ist weg. Nehmen wir Feuer rüber. Man weiß ja nie. Soll aber bei Eis bleiben.
Geh doch mal alle weg hier. Mau. Abt. Heim. Nie. Aus. Der muss mal wieder. Und da unten kommt auch schon wieder einer angekrochen. Da hinten auch. Alles klar. Die hätten wir. Jetzt gehen wir wahrscheinlich alle Elemente nochmal durch hier, wa? Boah, der ist schnell. Der ist verdammt schnell. Hey. Weg damit. Aber das war's bestimmt noch nicht mit Blitzleuten. Nein, da kommt noch ein Blitz. Eine Blitzraupe. Boah. Und Rast. Weg damit. Es stockt schon wieder. Amputation. Ah, so kann ich die lange umgehen. Sehr gut. Sehr gut. Ah. Okay, das war das. Jetzt kommt bestimmt als nächstes Wind. So. Noch mehr Windviecher kommen jetzt von rechts. Nee, es ist normaler. Dann mache ich wieder auf Feuer. Wobei das bei denen ja egal ist. Immer noch nicht vorbei. Noch mehr Wind. Na, was hast du für schöne Worte mitgebracht? Na? Tabakqualm. Pfuhl. Kasse. Was war das jetzt? Weltvorrat? Machen wir wieder Feuer hier bei den Worten. Verdammt. Wind. Frei. Laus. Ouvertüre. Hallo? Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh, geh mal schön wieder weg. Ach, die Kamera zoomt raus. Das ist natürlich jetzt ein sehr gutes Zeichen. Stimmt, die fehlen noch. Also es hat echt was von einem Endkampf gerade. Wir gehen alle Elemente nochmal durch, alle Gegnertypen, die wir bisher so hatten. Thank you.
Niemals wirst du mich umbringen. Immer so ein permanenter Dauerstress, unter dem man steht. Ein Fehler, es kann ja schon tödlich sein hier. Also einmal sterben und man darf den ganzen Rotz nochmal machen. Ich bin jetzt ja schon eine Weile hier ran, glaube ich. Zumindest gefühlt. Eine Ewigkeit. Und wir zoomen noch weiter raus. Und nach da unten. Da oben kommt noch eine Spinne. Da hinten ist noch eine Spinne. Jetzt fehlen eigentlich gleich noch die Schlangen. Stimmt, die Schlangen hatten wir noch nicht. Die kommen bestimmt gleich noch. Na? Ach, da hinten. Dumm. Die nächste Fliege. Also gerade ist wieder sehr zahm. Das ist so, als würde man jetzt eine kleine Ruhepause haben, bevor es gleich nochmal richtig zur Sache geht. Okay, wir sind auch wieder rein. Jetzt kommen die mit dem langen Bart. Wie gesagt, die Schlangen hatten wir bisher noch nicht. Da. Aber eigentlich ist es auch schön, dass die Schlangen die längsten Wörter haben. Ah, den Eingang, da habe ich mich vertippt. Das ist nicht gut. FT. Hinfälligkeit. Immer her damit. Okay, wieder kurze Warte da hinten. Rechts nölt sich noch nicht so ganz aus. Und eingezeichnet. Eingezeichnet. Zack. Ich habe keine Ahnung, Ela, ob das hier noch mal ein Ende nimmt. Ich hoffe es. Und ich hoffe, ich sterbe nicht. Weil dann darf ich den ganzen Rotz nochmal machen. Aber ich glaube, dass... Also... Es fühlt sich an wie Endkampf. Es fühlt sich echt an wie Endkampf. Och, ihr Leute. Also ich dachte jetzt nach den langen Wörtern wäre es vorbei, aber nein. Es geht weiter, immer weiter, immer weiter.
Und mit jedem Viech erhöht sich der Druck des Versagens. I-M-M-H-A-L-L-E. Puh. So, komm. Ah, jetzt kommt noch eine Schlange. Verdammt. Geh weg. Will ich nicht. Aber dann zeig mir wenigstens das Wort an. Da unten noch einer. Und der letzte? Nein, natürlich nicht. Leute, meine Folge ist gleich zu Ende. Könnt ihr mir noch nicht antun. Jawohl. Oh, meine Güte. So. Aufleveln. Wir haben Weltensprung und Wissen. Ach komm, machen wir Wissen. Danke, Ela. Ach, so. Was hat uns das jetzt gebracht? Hier geht's weiter, nehme ich an. There would be no turning back from here. Kein Zurück. Okay. She had to press on. Ja. Gehen wir vorwärts. I want to go home now. Mal gucken, ob wir nach Hause finden. Errungenschaft freigeschaltet. Verlorene Wüste. Okay. Interessant. Ah, hier ist wieder grün. Grün ist schön. Ich mag es grün. Verloren. Kalt. Ich denke mal, die Worte sind ja auch nicht zufällig. Ich denke mal, die Worte sind auch nicht zufällig gewählt. Jetzt gehen wir nochmal so alle Gebiete durch, die wir hatten. Achso, hier rutsche ich aber tatsächlich nicht. Ich habe mich verlaufen. Wo bin ich? Sehr süß. Wie heiße ich? Hier, jetzt sind wir tatsächlich aus Papier. Es fehlen quasi die Texturen. Nee, muss ja schon hier weitergehen. Ach da. Mein Name ist... My name is... Ach, lagen wir im Koma? Scheint so. Wahrscheinlich war das unser Traum. Auf einem Fuchs reitend. Durch die verschiedenen Welten sie retten. Das war Epistory. Ja, schönes kleines Spiel. Wenn man... tippen lernen möchte, ist das auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Nö, haben sie schon sehr, sehr hübsch gemacht. Genau, Ela, finde ich auch. Abspannen, müssen wir einmal durchlaufen. Die Kämpfe waren schon recht herausfordernd. Aber auf jeden Fall gut schaffbar. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel der Schwierigkeitsgrad dazu beigetragen hat, der Wandelnde. Ich weiß nicht, wie leicht es am Ende wurde. Aber ich denke mal, eigentlich habe ich mich da ganz gut geschlagen. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Also auch mit nicht den besten Tipp-Skills ist es durchaus schaffbar. Und man wird besser mit der Zeit. Also ich
Es gemerkt, am Ende tippt man doch immer deutlich schneller, als ich noch vor dem Spiel getippt habe. Muss man ja auch mal dazu sehen. Und ich muss sagen, es hat auch genau die richtige Länge. Also gegen Ende hat es dann wirklich gereicht. Also jetzt noch irgendwie 1-2 Stunden hätte ich das Spiel auch nicht spielen müssen. Dafür war es dann nicht abwechslungsreich genug, aber jetzt so für, weiß nicht, wir haben jetzt 2 Streams gemacht. Ich denke mal so 6-7 Stunden haben wir gebraucht. Ist jetzt 9:30. Ja, heute 3,5 Stunden, letztes Mal auch so 3. Ja, so 6,5-7 Stunden würde ich sagen. Das ist schon ganz ordentlich. Kann man durchaus weiterempfehlen. Und auch schön im Stream jetzt mal ein Projekt gehabt zu haben, was recht schnell durchgeht. Also in 2 Streams. So, ich lasse jetzt natürlich den Abspann noch einmal durchlaufen. Wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch groß zum Spiel sagen sollte. Nach dem Abspann. Ja, mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen reden. Auf jeden Fall sage ich euch, was dann das nächste Spiel sein wird. Ganz genau. Oder habt ihr im Chat noch irgendwelche Anmerkungen zum Spiel? War es einigermaßen interessant zuzuschauen oder war es gegen Ende dann doch eher monoton? Also ich kann mir vorstellen zum Zuschauen, dass es am Ende vielleicht doch eher ein bisschen monoton war, weil ja auch nicht so viel passiert auf dem Monitor. Man sieht ja eigentlich nur, wie die Schüsse dann abgefeuert werden. Fiebert vielleicht ein bisschen mit. Das fände ich auch nochmal spannend, so als Rückblick. Ah, und ein Early Access-Titel war es auch. Gut.